Hallo liebe Brettspiel-Teddy-Freunde, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, ich muss mal gucken, wo ich jetzt hier reinschaue. Ach, da muss ich reinschauen. Es ist wieder Messezeit und ich mache mich jetzt auf dem Weg zur Spiel doch nach Dortmund. Wenn ihr euch wundert, warum ich aussehe wie so eine alte Ledertasche, wir haben gestern noch ein Spieleabend gehabt. Der Dieter war da und der Thorsten. Schöne Grüße an euch beiden. Und irgendwie ging es dann bis 3 Uhr mit Dominations, ja. Wir dachten, wir fangen um 11:30 nochmal Dominations an, aber das seht ihr vielleicht in einem Teddy-Tisch-Video. Frühstück ist auch da. Anna ist nicht da und ist im Urlaub und lässt mich alleine hier als Witwer, als Spieldoch-Witwer. Aber ich fahre jetzt mal los und dann nehme ich wieder so ein bisschen die ganzen Sachen auf, was da so los ist, denke ich mal. Dann bis später. So, angekommen. Und schaut mal da. Seht ihr das? Und hier. Uah. Aber gut, so konnte ich wenigstens hier ein bisschen, hoffe ich mal, umsonst parken. Obwohl, wenn ich mal so schaue, sieht ja fast so aus wie mein Brettspiel-Teddy-Logo. Ja? Haben die halt abgekupfert hier, unglaublich. Für alle, die es vielleicht nicht kennen, so schaut es aus, ist schon relativ luxuriös. Ja? Luxuriöser Eingang einer Spielemesse, den ich bis jetzt gesehen habe. So, film mal ein bisschen hier. Ein kleiner Rundumblick. Ziemlich gruselig, ist aber schon ein bisschen leerer geworden. Vorhin war es schon voller gewesen, wo ich angekommen bin. Hier ist was zu futtern. Hier haben wir die Game Factory. Den Spielen. Ich nehme euch mal einfach mit jetzt. Ja? Wir machen das mal anders. Wenn ich jetzt alleine wieder alles halten muss, nehme ich euch mal einfach mit. Und ihr lauft mit mir hier rüber. Da ist der Nick. Hier ist der Daniel vom Board Game Circus. Gerade am Verkaufen hier ganz fleißig. Hier habt ihr den Citrushain. Hier sind jetzt ein paar Spieltische, die habt ihr hier überall an den einzelnen Ständen. Mal gucken hier, Daniel. Bist du zufrieden, Daniel? Ist eine ganz tolle Messe, ja. Ich bin zufrieden. Sehr schön. Aber frag mal meine Leute, die sind die ganze Zeit am Erklären, das sind die richtigen Helden hier. Wo sind sie denn? Ich sehe sie gar nicht. Na, hier am Tisch jeweils. Ne? Ach so, die hier vor Kopf sitzen. Genau. Okay, da schaue ich mal. Das ist jetzt schon ein neues Spiel. Viel Erfolg noch. Dankeschön. Und ein bisschen Film hier für die Fans. Ihr Logo. Für deine. Ja, denen musst du sagen, dass das die Geilsten sind. Genau, hier sind die Geilsten. Aber ich sehe nur einen jetzt gerade. Ach ne, da hinten ist noch ein geilerer. Hier seht ihr zwei Geile. Mal ein bisschen rüber gehen, bis später. So, dann schauen wir nochmal hier. Hier haben wir Skellig Games. Da wollte ich gerade die Erde-Ressourcen holen. Und was ist? Die Erde-Ressourcen, also die Deluxe Earth-Ressourcen aus dem Kickstarter. Und die sind nicht mehr da, schon seit gestern nicht mehr. Der einzelne Stand. So, hier haben wir Candy Games. Ich weiß nicht, das ist halt entstanden aus dem NSV-Verlag. Das ist der Reinhard Staupe und drei Leute, Friedrich Jurte, ich weiß nicht, wer noch war. Die haben sich auf jeden Fall hier vom NSV-Verlag jetzt rausgezogen und machen jetzt hier die Spiele. Sehr bekannt durch Quicks und ähnliche. Wir können hier vorne vorgehen. Echt eine Runde ging so lang. Danke. So. Ich habe da zum Beispiel Durchmarsch. Auf der Rückseite sieht ein bisschen aus wie Quicks auch, ja. Get It. Wie gesagt, Candy Games. Ich denke mal, da werden jetzt die ganzen kleinen Sachen, die wir immer bei NSV hatten, rauskommen. Es findet gerade ein Turnier statt, dann machen wir weiter hier. Und die Tische von Abacus. Ja.
Ja, es ist. Es ist halt tatsächlich viele Familienspieler, die hier sind, und da gehen ganz viele Familienspiele, so wie ich das sehe hier, ja. Genau, hier kommt er rüber. Da drüben ist auch irgendwie eine Messe, ich glaube Antikmesse, da stand ich erst vor gerade. So, gucken wir mal, hier ist Adventure. Ja, mit hier heißt, ist Captain Earth, und ist Hijacked, haben die jetzt auch übernommen. Und was jetzt als Kickstarter kommt, Cryptic Nature, ja, da wird, glaube ich, sehr wahrscheinlich auf meinem Kanal noch was kommen. Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, wird er von mir sehr wahrscheinlich eine Kickstarter-Preview geben. Ich finde es sehr interessant aus, ja, und hier sind wir natürlich bei Strohmann Games, ne? Da spielen die ganzen Highlights. Da, ein paar Promis, die Purples und der Carsten und die Tanja. Genau, und hier natürlich Ausverkauf Planet Unknown. So, gucken wir mal weiter, wa? Spieleoffensive. Wir haben jetzt zur Zeit Red Outpost für den 10er. Der nette Herr von der Spieleoffensive. So, dann können wir hier nochmal gucken. Hier haben wir die LP Games, da können wir gleich nochmal gucken. Die haben ein neues Spiel, habe ich gerade gesehen. Zock. Hat ja viel die Kinderspiele jetzt auch. Und jetzt können wir mal gucken hier bei DLP Games. Ich zeige euch das mal, ich habe da vorher noch nichts von gehört. Das ist halt so ein Worker Placement. Ich guck mal, ob ich hier mal rüberbringen kann. Dann geht es hier um dieses. Repentention oder so ähnlich. Mal schnell wieder rüber switchen hier, damit wir nicht die Leute haben. Das ist der Verkaufsstapel von der LP Games. Hey! Hier der Erfinder von Hijacked, was wir gerade gesehen haben, das Spiel. Da habe ich ja gar keine Zeit bei DLP Games, ja, da war ja Hijacked Games. So, hier habt ihr den Spielebereich. Ihr seht jede Menge Tische, jede Menge Leute. Und es ist voll. Habe ich ja gesagt, also es ist wirklich sehr, sehr voll. Hier ist so ein bisschen die Prototypen oder die Spieleerfindergalerie. Ja, hier sind die Leute, die ihre Spiele noch rausbringen wollen. Hier haben wir zwei Stück aber nur. Tintenkrach, was über die ist. Wollen wir euch vielleicht ein Tattoo stechen lassen oder was? Ah ne, irgendwelche Bilder. Hier auch. Hier gehe ich mal ein bisschen schneller vorbei, weil hier ist ja nichts für euch Brettspieler. So, wir schauen hier nochmal. Hier kommt jetzt gleich die Spieleausleihe. Hallo. Ja, hier seht ihr die ganzen Spiele, die könnt ihr ausleihen. Dann könnt ihr halt hier rüber gehen und könnt euch dann halt hier hinsetzen. Ist so ein bisschen wie BerlinCon. Nur, dass ihr halt nicht so lange spielen könnt. So. Jetzt wollte ich gerade den Andrew zeigen, aber der ist nicht da. Aber guck mal, was er hier alles bekommt. Der Zauberwerk. Und da oben sind ja die ganzen Spiele, die ausgeliehen sind. Und seht ihr, die erfolgreichsten Spiele, hat der Andrew mir vorhin gesagt, ist tatsächlich Erde, Total Regal, Living Forest und so weiter in der Art. So, wir gehen mal weiter hier. Ich hoffe, euch ist noch nicht übel von den ganzen Geschwenke. Hier ist, die haben ja Gebrauchtspiele auch jede Menge. Und hier bieten die halt hier die Gebrauchtspiele an. Ist jetzt nicht so ein richtiger Flohmarkt. Ja, wir sind aber teilweise, ich kann ja mal hier durchgehen, dann könnt ihr mal gucken, richtig olle Kamellen dabei. So, vielleicht seht ihr ja was Schönes hier. Also mich hat da nichts gereizt und so ähnliches sind da drin jetzt auch. Aber für Leute, die vielleicht irgendwelche alte Schätzchen suchen, sicherlich eine schöne Sache. Ihr bekommt die Sachen übrigens auch hier bei ihm im Shop online. So, was machen wir jetzt? Ich glaube, wir gehen hier den Gang mal lang, oder? Gehen wir mal hier runter. Gucken wir mal hier, was wir hier haben. Da vorne seht ihr schon, da kommt Feuerland. Da können wir auch mal gucken. Ich habe gerade schon mit der Inka gesprochen. Ah, die ist jetzt am Erklären.
ja, die Sachen sind gut verkauft. Total Regal verkauft sich wohl sehr gut. Da sind kaum noch welche da. Also wir können ja mal hier gucken. Okay, bei Europe gibt es jetzt hier. Oh, total Regal sind glaube ich schon alle weg mittlerweile. Ihr habt da Caper Europe, ja, ist eine Zwei-Personen-Version. Ich weiß aber nicht, was der Unterschied ist, da könnt ihr immer schreiben vom Caper. Hier habt ihr halt Arche Nova. Hier ist halt total Regal. Dass ihr die Sachen hier reinschmeißen und dann habt ihr immer so eine Vorgabe, wie die Steine hinterliegen müssen, die verschiedenen Farben. Das zeige ich euch vielleicht die Tage auch nochmal. Jetzt bin ich ja doch abgeschweift hier. Dann gehen wir erstmal hier hin. Hier ist der Stand vom Boardgame Box, aber Svetlana und Michael sind nicht da. Ich dachte, ich sehe die beiden auch hier. Ihr seht ihr Neuheiten, ihr seht auch Uncharted, ja, da habe ich ja schon ein Video drüber gemacht. Old Tree, auch da gibt es schon was. Dann haben wir hier Wonderbow. Das ist ja Hunters of the Lost Creatures. Also, ob die jetzt ein neues Spiel haben hier. Müssen wir hier rüber gehen. So, hier ist Asmodee. Wir haben natürlich einen ganz großen Bereich hier und jede Menge Spieletische und Spieleerklärer. So. Hier ist Nice Games. Zusammen hier mit dem NSV Verlag. Gibt auch Jekyll vs. Hyde. Ich weiß gar nicht, was das hier ist hier. Vampire Heritage. Sagt mir jetzt nichts, Hansch. Oh, was haben wir denn hier? Hallo. Was ist denn das für ein Jekyll and Hyde hier? Ja, das ist die Fortsetzung, komm für Essen im Oktober. Ah, okay. Das ist ein Stichspiel für zwei, aber kooperativ. Ah, kooperatives Stichspiel. Okay. Oh, das ist ja cool. Ein tolles Spiel. Richtig gut. So, wir gehen mal weiter. Ich habe schon mal NSV. Ich habe mir jetzt gerade hier dieses Jekyll and Hyde erklären lassen. Der kommt wohl zur Spielmesse in Essen und wird eine kooperative Version des Ganzen. Scheint aber sehr knackig zu sein, muss ich euch sagen. Hier haben wir halt NSV. Seht ihr ja aber noch die anderen Sachen hier. Tricks und so. Ja, sind auch noch die Reinhard-Staupe-Sachen. Wir gucken hier nochmal ein bisschen. Schauen wir nochmal hier rüber. Amigo ist immer sehr gut besucht. Die haben halt die kleinen Spiele, ja, aber das ist wie gesagt hier eine Familienspielmesse. Und da kommen die Sachen echt gut an. So, hier ist der Stand von der Spieldoch. So. Ist da noch einen kleinen Shop. Wir können ja mal hochgehen. Ich nehme euch mal mit. Und dann gucken wir mal von oben uns die ganze Sache an. Jetzt seht ihr hier die Treppen. Hier könnt ihr ein bisschen was essen und trinken, ein bisschen futtern. So, genau, so schaut es aus, der Katze. Ihr seht, ist nicht so groß, da hinten ist die Halle schon wieder zu Ende. Hier können wir gleich auch nochmal lang gehen, Hans und Glück. Wir haben jetzt hier vorne mit euch die beiden Gänge gelaufen, hier vorne. Und ja, laufen wir ja auch nochmal lang. Schau mal so ein bisschen, so viele Neuheiten sind die halt tatsächlich nicht. Dann gehen wir mal wieder runter, die Treppe. So, hier haben die extra von Hans und Glück hier so ein Carcassonne-Ecke. Ich weiß gar nicht, ob ihr die anderen Sachen hier auch kriegt oder ob die hier nur überall Carcassonne aufgebaut haben. So schaut es aus. Ah, ne, da hinten ist auch Paleo. Auch noch da drin. Nehmen wir von der anderen Seite nochmal die Amigo-Sache. Schleichwerbung hier, Nutella-Crepe und auch Getränke. Getränke können sie behalten, aber Nutella-Crepe ist geil. So, hier habt ihr Queen Games. Zeige ich euch mal was, hier wird schon in Marrakesch verkauft. Weil jetzt im Kickstarter war, ja, diese nicht Deluxe-Variante, die normale, aber ich glaube, wenn ich da richtig gehört habe, kostet die 60 oder 65 Euro. Da ist nochmal Pegasus, da gehen wir gleich mal hin. Hier habt ihr Piatnik. Ja. Wir hatten gerade immer noch hier Activity, da gibt es ja in zig verschiedenen Varianten jetzt mittlerweile.
ist die Spieleburg. Die haben hier einen riesen Stand, der auch sehr gut besucht ist. Schöne Sachen. Hier habt ihr Obscurio. Da hatte ich euch auch schon mal gezeigt, die Escape-Spiele, die da waren. Hier ist nochmal so eine Ecke von DLP Games. So, oh, der Moses Verlag. Da war ich selber auch nicht gucken. Jetzt zeige ich euch mal Obscurio. Ich hoffe, dass ich da jetzt mal zum Spielen komme. Soll ja schöne Krimispiele sein. Die haben ja ein Escape Room in Bochum für alle, die hier aus der Ecke kommen. Und wir machen jetzt auch so Krimispiele hier. So, hier ist der Moses Verlag. Kosmos. Da sind auch nochmal Krimispiele. Da können wir gleich mal gucken. Wir laufen erstmal jetzt hier nochmal weiter. Ihr seht, jetzt sind wir schon wieder am Spielebereich hier, wo die ganzen Leute spielen. Was haben wir hier? Pultspiele. Ihr könnt halt nochmal Brettspiele kaufen. Brettspielladen, der hier seine Klamotten verkauft. Ich kann euch nochmal zeigen. Aber hier ist Magnificum. Die machen ja auch so Krimispiele. Ihr seht ja die Dinger. Das Dinner, das Bankett, die Firmenfeier. Und hier habt ihr halt vom Spielezentrum Herne. Finde ich ganz schön. Ist halt hier der Bus abgebildet, aufgebaut. Ja, und hier habt ihr hier so ein riesen Carcassonne. So, dann gehen wir hier nochmal hoch und dann haben wir ganz hinten den letzten Gang noch. Aber ich glaube, hier kommt gar nicht mehr so viel. Ne? Hier habt ihr halt Magnificum, die Krimispiele. Hier ist der Stand von Kosmos. Ja, und was haben wir hier? Catan. Das ist Klaus Teuber, der leider jetzt gestorben ist. Und ich glaube, die haben hier gar keinen Kosmos-Stand, sondern das ist Catan. Also ein Catan-Stand. Ah, hier habt ihr noch weitere Kosmos-Spiele, seht ihr? Inside Job, Terra Nova, Death Valley. Dann schwenken wir nochmal rum. Hier seht ihr den Moses-Stand, die haben ja ihre Black Stories, der ganz groß ist. Dann gehen wir nochmal hier zurück. Die ganzen Kinder, die will man natürlich auch nicht filmen jetzt. So. Ja, hier ist Pegasus. Mit all den Spielentischen. Und er da vorne, das ist glaube ich hier irgendwie ein Spieleerklärer, oder? Von Amigo gewesen. Ich weiß nicht, können wir hier vorne nochmal rumgehen? Wir können ja nochmal den äußeren Gang hier nehmen. F-Hein-Spiele. Hier ist die Schmidt-Spiele-Tour. Hier habt ihr nochmal von der anderen Seite hier den Hans im Glückstand. So, und hier habt ihr Schmidt-Spiele. Hier ist Café del Gatto. Echt ein schönes Familienspiel. Hier ist nochmal Deluxe. Mensch, ärgere dich nicht hier. Natürlich auch. So, und hier gehen wir jetzt schon in den letzten Gang. Hier ist die Spielautorenzunft. Die ist sehr über Unfinished Business freuen. Ja. So ist hier Darway. Ja, die machen hier so Holzsachen. Könnt ihr mal gucken, richtig schöne Sachen dabei. Auch so Kartenhalter. Hat natürlich seinen Preis, aber schönes Material echt hier. So, jetzt hat mein Gimbal aufgegeben. Akku war leer, deswegen drehe ich euch jetzt hier im letzten Gang. Zeige euch so noch ein bisschen rum. Wie gesagt, hier habt ihr auch nochmal. Hier ist der Pegasus-Stand von der Rückseite. Das kann natürlich ein bisschen wackeln. Der Schwerkraftverlag. Wollen wir nicht so viel filmen. So. Ja, hier habt ihr Dragon Down Production. Dann haben wir hier einmal Whitehead. Beyond the Rift. Und hier ist halt der Factory 42, was ich immer noch mal gern spielen will. Ich weiß nicht, habt ihr jetzt schon gespielt? Bin schon länger interessiert. Hier ist halt die Rückseite hier von Kosmos. Hier gibt es wohl eine neue Crew. So, hier habe ich vorhin auch schon gesehen. Hier gibt es auf jeden Fall lecker zu essen.
da, aber nicht mehr nüchtern. Oder was ist das? Hexes. Ja, hier unten könnt ihr die Spiele so ein bisschen sehen. Ich weiß nicht, was das genau ist. Machen. Hier, das ehemalige Brettspielcafé Fabelhaft. Ja, die machen jetzt hier so Spiele, Challenges hier. Ihr könnt also kleine Turniere spielen oder kleine Spiele halt so ein bisschen ausprobieren. So, dann sind wir schon fast wieder durch. Ne? Wir haben hier den Quergang noch. Ich glaube, jetzt habe ich euch genug durchgeschüttelt hier. Genau, und hier sind wir bei den Krimispielen und hier wieder bei dem Spielladen. Ja, das war die Spieldoch. Ganz kurz zusammengefasst, diesmal ein bisschen anders. Habt ihr gesehen, ja, ich bin da rumgelaufen mit euch, weil die Anna jetzt nicht da war. War ein bisschen schwieriger mit Film. Und ich habe zwei Gäste, ich habe zwei Leute mitgenommen hier von der Spieldoch nach Hause. Hallo. Ja. Hallo. Die Pia und der Kai. Ja, wir haben gestern auch noch ein bisschen was gespielt hier zu Hause. Ja, sehr schön. Und die beiden waren zum ersten Mal auf der Spieldoch und sind 4 Stunden für die Spieldoch gefahren. Ja. Aber nicht nur für die Spieldoch, ne? Ja, für Oli natürlich auch. Für den Spiel-Teddy natürlich. Ja, genau. Und für ganz liebe Menschen zu treffen. Genau. Ja, meine Groupies. Schön. Ja, die Groupies. Ja, jetzt habe ich mich gefragt, ich persönlich würde nicht so lange für die zur Spieldoch fahren. Ja? Ihr wart ja jetzt zum ersten Mal da gewesen. Ja. Und 4 Stunden finde ich schon jetzt heftig für dafür, was geboten wurde. Oder im Vergleich zum Spiel jetzt, zur Spielmesse in Essen. Ja, ich sag mal, ja. Das ist jetzt nicht, also ist jetzt kein Vergleich von der Größe her, ne? Das ist klar. Mhm. Also war jetzt übersichtlich mit einer Halle, ne? Aber es war trotzdem ein schönes Erlebnis auf jeden Fall. Ne? Also hat Spaß gemacht und ja, für einen Tag ist das vollkommen ausreichend. Ich muss auch sagen, der Eintrittspreis ist sehr günstig. Von das daher. Stimmt, ja. Nimmt man gerne mal 4 Stunden Fahrt in Kauf und wenn man dann so einen super Gastgeber hat wie der Olli, dann passt das natürlich. Ne? Ja, der Parken ist ja teurer als der Eintrittspreis. Ja, so, ne? Das kann man sagen. Ja. 9 Euro Parken und ihr habt jetzt 7,50 Euro bezahlt. Ich glaube, sonst kostet 9 Euro, glaube ich, stand gestern der Ticket. Genau, 7,50 Euro im Vorverkauf. Ja. Und der hat sich gelohnt für euch aber? Ja. Habt ihr nicht bereut jetzt? Nee, auf keinen Fall. Also vor allem, was ich auch schön fand, die Spieleverleih und die Freispielfläche auch super umgesetzt. Also ja, auch vom Essensangebot her, was es gab. Also es war noch luftig, man konnte gut durchlaufen. Also das ist schon anders wie ein Essen, wo man das stimmt. Dichtes Gedränge ist und so. Ne? Klar, so an dem kleinen Flohmarkt, da war es dann schon ein bisschen eng, ne? Aber es war okay. Also, gut, der Flohmarkt war aber übersichtlich, oder? Genau, der war übersichtlich. Und jetzt, also ich habe da nicht so die Schnapper jetzt gesehen, muss ich sagen. Ne? War schon, nicht, ne? Aber ich habe gesehen, da war von dem Spielladen, Spiel for Us. Ne? War ja letztes Jahr auch da und die haben ja dieses Jahr eine größere Halle. Mhm. Letztes Jahr war in einer kleineren Halle gewesen. Mhm. Und die Fanzeit, wo wir gekommen sind, habe ich euch gestern auch gesagt, boah, ich fand es richtig voll. Ja, da waren so viele Menschen gewesen. Voll, er war jetzt nicht gedrängelt, der hatte so rumlaufen müssen, wie auf der Dings. Das war schon gut besucht. Das war gut besucht. Fand ich auch, da war richtig was voll gewesen. Was man von den Leuten gehört hat, dass schon mehr war wie letztes Jahr. Ne? Ja, da glaube ich halt auch. Also hat sich der Umzug da wohl nach Dortmund gelohnt für die Leute. Ne? Klar, für mich wäre immer noch besser nach Duisburg, da bin ich eine Viertelstunde da, ne? Dann könnt ihr heute nochmal vorbeifahren, dann wäre ich auch heute. Es wäre besser, wenn sie in der Pfalz wäre. Ne? Das stimmt natürlich, ja. Also ist jeder auf seinen Vorteil bedacht Halt. Ne? Genau. Mir hat es soweit auch gut gefallen, aber für mich ist das halt, habt ihr vielleicht auch auf dem Video gesehen, es sind kaum Neuheiten da. Ja, das stimmt. Ja. Wir hatten jetzt halt die Jekyll and Hyde, das war glaube ich für mich die einzige Neuheit, was jetzt zur Messe in Essen kommt, das ist ein 2-Personen-Stichspiel. Kooperativ. Ja, ich habe mir da kurz erklären lassen, Und da spielst du halt dann zusammen, Jack als Jekyll und Hyde, da bist du 2 Figuren, du wirst halt von der Polizei verfolgt. Ja, die spielt einen eigenen Stichstapel, das ist wie so ein Automa, der mitspielt. Und du musst halt versuchen, davor ins Ziel zu kommen, irgendwie so war das gewesen. Das war aber die einzige Neuheit, die ich soweit gesehen habe, ne? Genau. Das Pirates. Pirate States von Skellig, ne? Ja, das Spiel vom Joachim, glaube ich, oder sieht vom Kollegen sehr, von Joachim. Sehr schön, aus. Ja, also wir haben es nicht gespielt, aber die Optik sieht schon mal echt gut aus. Ja? Highlight, Sehr schön. Was ist da für ein Mechanismus? Ich weiß da gar nicht mehr. Ich habe damals den Prototypen mal gespielt. Ich kann es nicht sagen. Ja, Pirates, Schiffe waren da. Mit so einem Krake wieder. Mit so einem Krake. Irgendwie so ein bisschen Push-Luck ist drin. Also wie gesagt, also es sieht halt optisch sehr gut aus. Und es ist auch eine Spielematte dabei. Genau, Spielematte dabei. Das kommt auch so raus. Wie also sieht echt Kann auch genauso raus, wie es gestern auf der Messe auf oder wie es jetzt bei Spiel doch präsentiert wurde.
Also sieht echt optisch, gibt's. Haben die was gesagt zum Termin schon? Zu Essen. Zu Essen kommt das auch jetzt, ja. Ja, ja. Ja, genau, da war ich auch, wie Skellig sagt, ein bisschen enttäuscht. Die Erde, Deluxe-Ressourcen waren ja nicht mehr da, ja. Wenn nicht in der Kickstarter geht, da hat Pech gehabt, ganz einfach, ne? Ich war ja der, ich weiß nicht, ihr habt es ja vielleicht gesehen, im Shop von Skellig kriegt er die für 12 Euro, die Kickstarter-Exklusiv-Sachen, haben die so ein Päckchen gehabt. Und da war gestern tatsächlich ausverkauft. Und da war wohl schon am Freitag, hat der Uwe gesagt, ja, ne, ausverkauft gewesen. Genau, ja. Mhm. Und die hatten, glaube ich, 30 Stück oder was nur gehabt. Irgendwie sowas. Ja, und wird ja auch sehr wahrscheinlich nicht mehr Stand jetzt nachproduziert. Ja, sieht nicht ganz so gut aus, hat er gesagt. Ne? Ja. Er weiß es noch nicht genau, aber. Also wenn ihr das überhaupt, lasst gerne zukommen, ja. Ich zahle auch einen Euro. Ja. Nein, Quatsch. Ich hätte mich darüber gefreut. Ich meine, du hast dann da so ein bisschen. Ihr habt ja die Deluxe-Version von Erde, ne? Ja. Da sind so Holz-Erde-Stücke. Genau. Und ich habe jetzt so Pappdinger, ne? Ja. Und dann habt ihr so einen dicken Startspielermarker. Genau, diese Rundenmarker oder wie der heißt, ne? Ja, das ist ein bisschen dicker. Genau, so platt ist das. Ja. Auch so aus Holz. Ja. Sieht optisch aus, sehr schön. Also, okay. Ja. Und die Blätterchen sind aus Holz, kann das sein? Genau, die Blätter sind aus Holz. Ja. Und die Erdtokens sind. Genau, die ist auch Holz, ja, ne? Da wo habe ich die Plättchen dann habe. Aber ich glaube, ihr habt auch, die Fünfer sind auch als Pappe, oder? Nee, oder sind da keine großen? Wir haben keine Pappe. Ne? Okay. Der sind doch die Einer, Erdtoken. Ach so, ne, wir haben nur die Einer, da gibt es nur die Einer. Ach so, da weil da sind doch Einer, Fünfer und nee, oder Dreier und Fünfer, glaube ich. Drin. Ah, okay. Da ach, dann hat er. Und die Setzlinge, die Saat, das sind auch aus Holz. Das sind auch Holz. Ja, die grüne Würfel. Die grüne Würfel. Die Sprosse. Die Sprosse. Ach so, ja, die habe ich auch aus Holz. Ja, dann ist das, glaube ich. Das sind eigentlich nur die Blätter und die Erdtoken. Ah, ja, ja, genau, der baut so eine kleine Packung. Und ich glaube, da sind drei Karten, und vier Karten. Und in der Deluxe-Version sind halt noch diese Monatskarte. Das sind diese Promos. Ah, genau, die sind waren da auch ja, drin. Okay. Ach, das sind die Karten dann. Das sind die Lilane. Und eine Matte habt ihr auch noch, ne? Genau, die Spielematte, ja, die sind ganz toll. Also, okay. Sagen, ja. Ich habe mir ja welche drucken lassen jetzt, ne? Aber ich habe gesehen, obwohl es nicht so viele Neuheiten gab, habt ihr auch ganz schön zugeschlagen. Ja, Alter, es hält sich im Rahmen, ne? Zeig mal. Ich sehe da unten was. Aber ich sehe auch oben, was? Nee, fangt mal oben gerne an. Klein nach große, oder? Ach, das habt ihr auch erst gekauft. Das haben wir auch erst gekauft. Ach so. Wir haben sie groß zu Hause. Genau. Ja, ja. Also wir haben hier einmal das Heckmeck vom Bratwurm-Eck und ist einer unserer liebsten Würfelspiele. Und das ist jetzt diese Mini-Version und die ist eigentlich super für den Urlaub zum Mitnehmen. Passt in jedes Handgepäck und deswegen haben wir die einfach mitgenommen. Ein kleiner Schnapper. Ja, ich habe jetzt schon erzählt, ich habe die mal geschenkt gekriegt von der Ellen Hauser. Die hat mal was gewonnen bei der Verlosung bei mir und dann habe ich auf einmal so einen Brief gekriegt und da war da so ein kleines Segment als Dankeschön drin gewesen. Ja. Ja, fand ich auch. Ja. Und da, ihr habt einige Sachen da, die kenne ich gar nicht. Okay. Zum Beispiel das jetzt. Ich gebe es mal der Pia und das hat die Pia sich gewünscht. Wolfwalkers. Das ist ein neues Kartenspiel von Board Game Circus. Reines Zwei-Personen-Spiel. Und ich fand es halt optisch sehr schön, wie Geschichten aus dem Wald der Wölfe. Soll wohl ein Film sein? Ein Film, eine, okay. Eine Amazon-Serie. Und auf dieser Amazon-Serie ist dieses Kartenspiel entstanden. Ja. Sehr schön illustriert, also wirklich optisch sehr schönes Spiel. Du bist ja die optische Käuferin, hast du genau, gesagt, ich bin die optische Käuferin. Wir spielen nur nach der Optik, genau. Genau. Ja, das, ich habe es wohl gesehen, das gibt, aber ich wusste nie, wovon es handelt. Ich dachte, das wäre ein Kinderspiel. Nee. Ab 8 Jahre steht aber da. Ja, ja gut. Ist aber kein Stichspiel. Nee, Stichspiel ist nicht. Ja. 25 Minuten. Okay. Ja. Oh, sieht doch schön aus von den Bildern. Ja. Echt gut. Okay, ja, und das kenne ich gar nicht, was du jetzt da hast. Genau, das ist einfach ein Würfelspiel. Frankie Rocking Vegas. Ja, gab es in der... wie sagt man da, im Gruschladen, Wühletisch. Ah, ihr seht, Funboat, das ist so Spieleschmiede. Das ist eigentlich so ähnlich, ein bisschen wie Zombie Dice, Zombie Würfel, falls das jemand kennt. Und es geht so in die Richtung, ja. Einfach von Fünfer kann man das mitnehmen. Okay, ja, das stimmt. Ja. Jetzt habt ihr eins, das habe ich wieder verkauft. Ja, das haben wir auch bei der günstig einen Schnapper gemacht. Ja, das ist Quetzal statt der Götter. Und oh. Falsch rum, ja. Das geht natürlich gar nicht. Vielleicht, ne? Vielleicht deswegen war es ein Schnapper, ja. Genau. Weil die Box ist, Achtung, ja. Verkehrt rum, ja. Genau. Das war wie teuer war gewesen? Das hat 12 Euro gekostet. Ja, das ist natürlich günstig. Ja, ich hatte es mir damals geholt, weil da war zur gleichen Zeit wie Arnak. Genau. Ja, und da war es nämlich auf einem Abenteuertrip und dann verbindet man irgendwie im Kopf, oh, Arnak, nächste Abenteuerspiel. Das stimmt, ja, das aber stimmt. Hat nichts damit zu tun. Ja.
Gar nichts jetzt. Ja, gefällt uns auch die Optik gut. Ja, ja, das stimmt. Deswegen, schon. Für einen 12er ist das auch in Ordnung, ja. Ist das okay, ne? Obwohl ein 12er gibt es ja einen 10er und einen 2er. Ja, genau. Genau. Und jetzt kommt was, ja, ganz heiß hier präsentiert. Eigentlich erst heiß. Am 1. Mai sollte das erst verfügbar sein. Ah, okay. Habe ich gelesen. Auf jeden Fall haben wir es jetzt von das Spiel doch mitgebracht. Und zwar es ist die Marrakesch, die Essential Edition. Das ist halt diese abgespeckte Version von der großen Edition und die kostet jetzt auch nur die Hälfte. Und das Material ist halt ein bisschen reduziert, also sind jetzt nicht alles mit Holzmarke und sowas, sind auch ein bisschen Papptokens dabei, aber es kostet halt nur die Hälfte. Was war die Hälfte jetzt? Die Hälfte waren jetzt 65 Euro. 65 kostet er. Genau. Und die Deluxe-Version kostet aber über 150, oder? Die kostet 130. Oder? 130, ja, 130 kostet sowas, ja. Okay, genau. Aber der war doch jetzt gerade erst im Kickstarter. Irgendwie, das genau, war ja, irgendwie ja. Einen Monat vorbei oder drei Wochen oder irgendwie sowas, ja. Meine ich, da lief die Kampagne doch noch, das oder? Stimmt, ja. Also ich war jetzt auch verwundert, also dass eigentlich schon fertig. Schon da war, ja. Irgendwie war es schon fertig. Haben sie also vorher produzieren lassen, denn mein Geld war vorher schon da, und produzieren lassen und dann im Kickstarter verkauft, oder? Keine Ahnung. Komisch, ja. Also ich war gestern ganz überrascht, wo ihr mir erzählt habt, dass ihr das Spiel habt. Da habe ich gedacht, hä? Das war doch jetzt gerade noch im Kickstarter. Ja. Was schön ist hier hinten, ne? Bei der City Edition, ihr könnt euch ja im Schrank stellen, habt ihr immer die Jahreszahl drauf, ne? Von den einzelnen Spielen, wann die rausgekommen ist. Und ich glaube, wenn man die nebeneinander stellt, ergibt das so ein komplettes Bild. Ja, das stimmt. Ja, irgendwie sowas war doch da gewesen. Ja. Oder ist das nur bei den Deluxe? Das weiß ich jetzt nicht genau. Nee, die Deluxe passt ja eigentlich in kein normales Schrank. Vom ja, stimmt. Die ist ja relativ groß dann noch. Ne? Oh, aber hier auch defekt. Folie ab. Oh. Ja, das ist von der Tasche. Ja, ach so. Tasche. Alles gut. Ja, da habt ihr ja gut zugeschlagen. Ja. Ne? Das war unser Einkauf. Ja. Für das, dass man nur ein Spiel kaufen wollte, sind es dann doch wieder ein paar mehr geworden, wie es so üblich ist. Ja. Mal schauen. Ja, schön, habt ihr ordentlich doch trotzdem ordentlich zugeschlagen. Ne? Ja. Ich habe gar nichts. Ich habe nichts gekauft. Alles richtig gemacht. Geld gespart. Na, ich fand jetzt auch nicht, dass da die mega Angebote waren. Ja, ja, das stimmt. Ich meine, gut, das habe ich jetzt gar nicht gesehen, ich weiß gar nicht, wo das Herb da quitt sei. Das war, ich weiß nicht, Spiel aus dem. Ach so. Ja gut, die hatten ja auch zum Beispiel Red Outpost für 10 Euro genau, gehabt. Ne? Ja. Es waren schon ein paar Schnäppchen da, aber halt ältere Spiele jetzt. Red Outpost, das wollen wir jetzt heute dann vielleicht beim Robert und Olga spielen. Ah, okay. Wir heute noch fahren. Ja, Grüße, Robert und Olga. Ne? Ja, schön Gruß. Später, ja. Haben wir gestern auch noch gespielt. Ne? Genau, wir waren ja gestern Abend noch zusammen alle. War echt cool, ja, die ganzen Leute zu treffen, auch vom Brettspielwochenende alle. Schöne Grüße, wer das Video sieht. Ne? Genau, bis zum nächsten Brettspielwochenende. Ja, genau, ne? Genau. Wir sind bei beiden dabei. Genau, ja, dann geht's wieder ab. Für April gibt es übrigens noch Plätze. Ja, könnt ihr euch noch anmelden. Ja, es gibt noch Plätze. Wenn ihr die beiden auch kennenlernen wollt, hier, ja. Weitere kommende YouTube-Stars. Ich habe noch mehr YouTube-Stars hier auf meinem Kanal. Ja, dann, Na, so als Gastbeitrag ist das hier ganz lustig. Also gucken wir gerne mal wieder rüber. Ne? Ja, ja für mich jetzt war ist die Spielhochheit, wie gesagt, nicht für die Neuheiten, das wollte ich vorhin noch sagen, sondern einfach um Leute zu treffen, ja. Die Community zu treffen, euch zu treffen oder auch alle jetzt so, die man sonst halt nicht sieht, ja. So irgendwelche Abonnenten. Ich hatte jetzt auch gestern Little Mix 1908, glaube ich, hieß er, ja. Hat mir auf die Schulter geklopft. Ich wusste ja gar nicht, wie die aussehen. Da finde ich halt immer schön, wenn du ein Gesicht dazu hast. Dann, ja. Schön, wenn man die getroffen hat. Ne? Ja. Ich habe die Fee getroffen, die auch zum Brettspielwochenende kommt, jetzt im Oktober. Mhm. Die ist jetzt ja nicht bei uns in der Gruppe. Dann war noch die Inji aus Kassel. Ja, aber schöne Grüße, hat mich auch gefreut, dich zu treffen da. War richtig überrascht, ja. Schöne Situation eigentlich auch im Nachhinein, ja? Erst so, überrascht und so, ja, ganz schön, wir haben ein Foto gemacht, kann ich euch mal einblenden. Und ja, das ist halt für mich so eigentlich der Hauptgrund, warum ich da hinfahre zur Messe. Und ich glaube, ich würde deshalb auch nicht 3 Tage fahren, weil Samstag sind ja eh die meisten da. Ja. Weil für mich zum Spielen, die Tische waren ganz voll gewesen. Ja, und da kann ich auch hier, weißt du, klar, dafür muss ich nicht da so weit fahren. Ne? Ja. Zum Spielen kann man da auch hinfahren. Aber ihr würdet nächstes Jahr wiederkommen. Ja. Wir sind wieder am Start, wenn wir wieder Asyl bei dir beantragen können. Könnt ihr machen, ja, natürlich dürft ihr machen. Sehr schön, sehr schön. Ja, ist eine schöne Kombi, ne? Mit das läuft man da rüber und am Spiel man aber zusammen. Ja, ne? Ist was cool, Leckeres, ist eine schöne Sache. Ja. Schönen Abend gehabt, super mit Heat und Jörg Käse, Shogun, no Katana. Ja, genau. Ja, also war echt cooler Abend. Ja. Seht ihr auch bald im Teddy-Tisch, exklusiv. Ja, könnt ihr euch darauf freuen, ne? Ja. Ja, schön, dass ihr mit dabei wart hier. Vielen Dank für die Einladung. War schlimm? Nein, nicht schlimm. Nein, es war das echte Video, es war okay. Oder? Ja, ist okay. Wie gesagt, ich bin der Manager, Anfragen für die beiden, könnt ihr über mich schicken und dann leite die dann weiter. Ja. Alles klar, ihr beiden, vielen Dank. Vielen Dank. Euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss.